So, hallo und einen schönen guten Morgen am 10. Juli 2022 bei Morning Matters. Hallo Daniel. Guten Morgen, Patrick. Ich entschuldige mich schon mal für den Aufbau hier, da mein Computer abgeraucht ist am Freitagabend. Das heißt also, ich bin gerade über den Laptop mit sämtlichen USB-Slots belegt hier aktiv und muss ein bisschen improvisieren hierbei. Ich hoffe aber, dass das funktioniert und spätestens, wenn der Podcast erscheint, hoffe ich natürlich, dass man das schlechte Bild nicht sieht. Wobei das geht eigentlich. Also, ja, eigentlich sieht man keinen großen Unterschied. So. Das ist in gewisser Weise auch erschreckend, aber Es ist ja die gleiche, es ist die gleiche Webcam, das es stimmt. ist das gleiche Internet am Ende, von daher. Der Rechner ist nur sehr, 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 sehr viel langsamer. Ja, aber vielleicht schafft das gerade noch so. Der muss ja jetzt auch nicht das Video berechnen oder so, sondern der muss ja einfach nur das Signal weitergeben. Ja, das Das stimmt. Aber ich sag mal, jonglieren kann ich heute nicht, denke ich. Das verbietet mir der Aufbau hier, der ja etwas ungewöhnlich ist, sage ich Okay, mal. merken wir uns, sobald der Aufbau wieder richtig ist, werden wir Daniel jonglieren sehen. Das würde ich gerne sehen. Da werden wir einiges sehen, was wir hier machen können. Du kannst es theoretisch machen, ob du es dann schaffst, ist nochmal was anderes, ja. Das kommt dazu. Wobei ich ja aus Interviews mit Penn & Teller gehört habe, dass der Jongleure die niederste Kaste der Schausteller sind. Also Okay. niemand mag Leute, die jonglieren. Das fand ich ganz Gibt es einen interessant. Grund für? Ich glaube, weil, also ich bin nicht sicher, ich kann es nur herleiten. Ich hätte Ja. jetzt gesagt, weil das natürlich nicht ganz so viel Fertigkeit erfordert, wie zum Beispiel Zaubertricks machen, ja, wo du ja wirklich sehr viel Hirnschmalz reinstecken musst, damit das irgendwie funktioniert. Beim Jonglieren du musst natürlich wissen, wie man so Sachen macht und so, ne? Und Hand-Augen-Koordination ist eine wichtige Sache. Aber am Ende ist schon der Bereich des Zauberers deutlich spannender und natürlich auch deutlich komplexer in der Handhabung, also was man da alles für können muss. Halten wir fest, ich hätte in der Schaustellerei keine Chance, wenn ich Ja, nicht mal wer jonglieren weiß. kann. Also, ich meine, Vielleicht. bei dir sehen wir es ja jetzt. Du hast jetzt, bis der Computer wieder da ist, Zeit, jonglieren zu üben. In der Du hast Tat, ja eh nicht so viel zu tun dann. Und. Wir können uns auch mal ganz kurz über den Computer unterhalten. Ich bin ja jemand, der durchaus Interesse hatte, vor 20 Jahren Computer zusammenzubauen. Ja, also ich habe das gemacht und ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Ich glaube, das hast du auch gemacht, ne? Ja, so ein bisschen näher. Genau, ne? Also man musste dann, irgendwann kam man dann in diesen Bereich, wo man sagte, ach, wisst ihr was? Komplettsysteme, da ist nie genau das drin, was ich haben möchte. Ich möchte mal eine größere Festplatte haben, der Arbeitsspeicher ist mir ein bisschen zu langsam, die Grafikkarte würde ich gerne austauschen. Warum muss das ein Intel-Prozessor sein? Ein AMD-Prozessor ist günstiger und genauso leistungsfähig. Und so habe ich mal angefangen, das zu machen. Das kann ich heute nicht mehr. Ich habe das Ding aufgeschraubt, das ist wie ein Auto, das ist alles irgendwie unter so einer Verkleidung. Ich guckte mir das an, dachte mir, okay, ich habe keine Ahnung, Ja warum gut, es. aber du hast auch ein angepasstes Komplettsystem gekauft, ne? Dann sorgen die natürlich auch dafür, dass innen drin alles ein bisschen geordneter aussieht und so, ne? Also während sonst so die Kabel wild durch die Gegend fliegen und man hoffen, dass sie nicht in den Lüfter landen, ist es da natürlich alles sehr schön gemacht. Also ich kriege auch noch hin, irgendwie was auszutauschen oder eine Festplatte einzubauen, aber so dieser Moment, wo man dann sagt, ja, was ist denn jetzt die nächste Upgrade-Stufe, um irgendwie ein Einzelteil auszutauschen? Ich glaube, da hätte ich gar nicht mehr den Nerv sozusagen zu. Und da kommt man an diesem sehr interessanten Bereich. Ich habe aufgehört, im Grunde genommen, also mich intensiv mit Rechnerzusammenbau zu beschäftigen, als der Arbeitsspeicher unterschiedliche Megahertz-Zahlen bekam irgendwann. Da bin ich Ja. ausgestiegen, weil da wusste ich nicht mehr, wie die Kompatibilität ist. Ja, oder andere Slots, ne? Dann also das passiert ja ganz schnell. Dann gibt es plötzlich andere Grafikkartenanschlüsse. Ich weiß gar nicht, ob die. PCI Express war So, das. ja, so. Und plötzlich kannst du das Mainboard schon vergessen. Wenn das Mainboard aber schon vergessen kannst, dann kannst du auch den alten Speicher vergessen und dies vergessen und jenes vergessen. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo, also
zumindest wenn du es ein paar Jahre nicht gemacht hast, wo du sagst, okay, eigentlich kannst du jetzt einen neuen kaufen. Ja. Es ist einfacher und dann die paar Dinge, die du retten kannst, die kannst du dann da auch noch einbauen. Also gerade so Festplatten geht ja manchmal noch, aber... Das Krasse ist eben, ich bewundere alle Leute, die da irgendwie Bock drauf haben, ne? Dass sie, also sich da reinfuchsen und so. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte da auch früher Spaß dran. Das ist aber heute, das ist zu unübersichtlich. Ich verstehe das nicht mehr. Ich bin halt alt. Ich bin da auch dumm und ich habe da auch kein Engagement mehr. Ich glaube, man beschäftigt sich aber auch mit anderen Dingen. Also, ich meine, früher habe ich auch noch irgendwie Computerspielzeitungen gelesen oder sowas und da hast du natürlich auch noch mal mehr mitgekriegt, so was ist gerade irgendwie Stand und GTX heute, kaufen, GT oder GTITI an der Karte. Ja. Und man keine hat da Ahnung. Irgendwie auch nicht unbedingt, also das ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt ein paar Euro zur Seite hat, dann muss man sich auch nicht vielleicht noch so damit beschäftigen, wenn es vielleicht früher als Schüler oder Student oder so gemacht hat. Und weiß ich nicht. Was halt auch krass ist, bei mir war es eben so, das Ding ging nicht mehr an, ja. Und dann überlegst du natürlich, also es ging gar nicht mehr an. So, das heißt also, vermutlich ist es das Netzteil. Die Zeiten, wo du aber einfach auch ein Netzteil austauschen konntest, sind ja auch vorbei, weil du musst ja heute auch, früher habe ich einfach ein Netzteil gekauft. Heute haben die Netzteile genauso wie Grafikkarten sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, weil die ja eben deutlich mehr auch antreiben müssen. Ne? Ich meine, die Grafikkarte hat einen eigenen Stromanschluss heutzutage. Es ist so schlimm. Ne? Es ist hier alte Männer erzählen von früher. Ne? Ja, es ist grauenhaft. Ja, wir machen das Thema auch gleich zu Ende. Aber es ist, ich weiß noch, ich wollte mal eine Grafikkarte austauschen. Und dann stellte ich fest, das passte noch nicht mal mehr in meinen Tower, weil der Tower die Dinger werden zu riesig, ja. Und dann, oder dann fehlt dir irgendwie doch noch ein Adapter für den Strom, das Ding auch noch irgendwie, Nee, das, also das stimmt hier so, wenn jemand mir beim Zusammenstellen der Teile hilft, bekomme ich den Einbau sogar hin. Aber so dieser Dschungel an Auswahl, ne? Ja, und ja. eben dann sicher zu gehen, funktioniert das eine auch gut mit dem anderen, ne? Um mal kurz einen Vergleich zu ziehen zu einem Thema, was uns alle betrifft, aber wo man genauso wenig Ahnung von hat. Hast du mal eine Matratze gekauft? Ja, ich habe den Testsieger letztes Jahr irgendwie gekauft, weil die Werbung funktioniert hat. Ja. Und jetzt brauche ich ein neues Bett und will so ein Boxspringbett mir irgendwie besorgen. Aber da sind überall Matratzenbahnen. Dann denkst du dir, keine Chance. Das ist auch das Allergeilste. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen, weil die sind genauso merkwürdig von der Produktbezeichnung wie Grafikkarten oder Prozessoren oder so. Ja, aber da ist die Anschlussfähigkeit aber dann doch noch häufiger gegeben. Das ist dann eher so eine Qualitätsfrage, weil die können sich bisher alle noch mit dem menschlichen Körper irgendwie arrangieren. Bei manchen funktioniert es eben besser, bei anderen schlechter. Von daher, ja. Ja. Das ist echt krass. Ja, ich sehe gerade, Markus sagte schon, genau, da kann man, für Matratzen kann man sehr viel Geld ausgeben und das sollte man auch. Das ist so ein Punkt. Es ist wirklich irre. Auch sehr undurchschaubar, ich verstehe auch bis heute nicht, warum man so undurchschaubare Produktbezeichnungen irgendwie haben muss. Das hilft irgendwie niemandem, außer wahrscheinlich den Herstellern von Matratzen, immer zu sagen, ja, nee, Sie haben jetzt eine GI13, das ist für Ihre Größe und Ihr Gewicht, brauchen Sie eigentlich eine GA23. Eigentlich gibt es da nur so Härte gerade. So, und dann gibt es die Frage, was da für Zeug drin. So, ja. Und damit müsste man sich dann eben sehr lange beschäftigen, ja. Ja, ich bin gestern beim auf dem Heimweg bin ich an etwas vorbeigefahren, wo ich dachte, oh, die 80er sind nicht ganz auszurotten, Wasserbetten. Das war eine Zeit lang auch richtig in. Also die Wasserkühlung am PC. Ja, genau. Würde ich nie einbauen, Wasserkühlung am PC. Hätte ich viel zu viel Angst, dass da irgendwas kaputt geht. Ja, meine hat das, weil ich gedacht habe, oh, mein früher Rechner war so furchtbar laut irgendwann und dann habe ich gedacht, ach, Wasserkühlung, es ist am Ende doch, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es wirklich kühler ist, weil ich habe den Eindruck, wenn irgendwann wird alles laut, so. Ja. Das ist auch ein Faktor, der heutzutage reinspielt. Wir haben ja gestern 4 gegen die Finsternis verpackt und da war dieses Gerät im Hintergrund, was irgendwie die Luft mit Feenstaub versorgt hat, damit wir uns fühlen wie in einer Elfenwerkstatt. Und
das war auch so ein Ding, wo ich dachte, Lautstärke ist heutzutage auch ein Faktor, der einem sehr wichtig ist. Und viel wichtiger als früher. Das war mir früher egal. Früher habe ich, weiß ich, Voodoo 3 im Sommer, das fühlte sich an wie auf dem Flughafen. Ja? So laut war der Lüfter von dem Gerät. Heute guckst du wirklich, ja, hier hat das denn auch so ein Silent irgendwas Ventilator am Netzteil oder was ist mit der Grafikkarte und macht wie viel Geräusch macht das Gerät insgesamt? Und das ist schon ein Faktor, der einem deutlich wichtiger ist als früher, habe ich den Eindruck. Ja, so ein bisschen ist das so. Ja. Vor allem an manchen Dingen gewinnt man sich schnell. Die PlayStation 5, das Lärm, das merkt man irgendwann auch nicht mehr so. Faszinierenderweise habe ich da auch noch kein großes, weil ich mich auch oft zu sehr ärgere über mein Vorankommen bei Dark Souls. Ich bin einfach zu schlecht. Die Schreie und das Rauschen im Ohr des Blutes, was mich wahnsinnig macht, übertönt den Lüfter bei der PlayStation. Wobei ich sagen muss, was das Geilste ist bei der PlayStation, ist, dass du die drehen kannst. Dass das Allergeilste steht und dann kannst du die so drehen, damit du hinten an den Netzteilanschluss kommst für das Netzwerkkabel. Das ist total irre. Jetzt ist Patrick, schüttelt den Kopf. Nee. Begeisterung von deiner Begeisterungsfähigkeit. Ja, also ich hatte einmal kurz gelesen, vielleicht kurz zur Rettung von Wasserkühlung, wenn da was ausläuft, dann gleitet die Kühlflüssigkeit nicht. Immerhin. So dieses, ich habe in meinem Wasserkühlung drin, weil das eben so ein Fertigsystem war. Ich weiß nicht, ob ich das selber einbauen würde, keine Ahnung. Das ist auch so die andere Geschichte dabei. Aber ich habe mich damit eben auch nie beschäftigt. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es hier nicht plötzlich Funk, Funk, Funk und alles brennt, weil da irgendwie was ausgelaufen ist und Kurzschlüsse das Ganze. Ja, immerhin. Kam. Keine Ahnung. Da kannst du auch so geile Leuchtflüssigkeit reinmachen, damit das so im Dunkeln leuchtet, wenn du auf eine LAN-Party fährst. Das Problem ist, man fährt auf keine LAN-Party mehr. Ja, ja. Ja, darum haben ja viele dann ihren Laptop, also den Tower und so irgendwo in Sichtweite stehen, damit du die Beleuchtung sehen kannst. Und bei mir steht das da ist auch, Tisch. Muss ich leider auch sagen, bin ich überhaupt nicht anfällig für. Das ist mir, einmal in meinem Leben habe ich einen richtig teuren Tower gekauft. So ein Chief Tech Tower war das damals. Mhm. Das ist auch, weiß ich, schon 15 Jahre her oder so. Wo das Geilste war, dass die Ecken abgerundet waren. Ja, weil früher, wenn du am Rechner rumgeschraubt hast, war halt geil. Du hast immer blutige Hände danach, weil du immer diese nicht entgerateten Spitzen dann hattest. Wenn du irgendwie eine neue Soundkarte einbauen wolltest, musst du mit dem Schraubenzieher diese Dinger da hinten, diese Abdeckung wegmachen. Oje, ey, das war schlimm. Das gibt es heute nicht mehr. Im Büro habe ich für einen der Rechner, die gibt ja diese Mini-PCs inzwischen. Also das wäre jetzt ungefähr genau die Größe so eines PCs. Also Patrick hält gerade so ein Gerät, was so die Hälfte einer Schuhschachtel groß ist ungefähr. Ja, so ungefähr. Kannst du sogar hinten an deinen Monitor befestigen. Die hängen am Monitor quasi dran. Da hast du überhaupt gar keinen Platzbedarf mehr. Das ist aber geil. Ich glaube, da würdest du nicht viel mit kannst du, glaube ich, nicht viel mit rumzocken oder so. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, gibt auch höherwertigere davon. Aber ich weiß nicht, ob ich das so riesig machen würde. Aber so für den normalen Alltag und so sind die schon ziemlich praktisch, weil du eben nicht viel Platz brauchst. Ja, am Fernseher. Da musst du nicht immer den Laptop anschließen. Du kannst einfach dann am Fernseher das so ein Ding haben. Das ist ja geil. Das ist nicht schlecht. Ich sehe gerade auch hier, es gibt immer noch LAN-Partys. Sind das trotzdem WLAN-Partys, man weiß es nicht. Ja, das kann natürlich sein, ja, das stimmt, ja. Da muss man zumindest die Kabel und, ich weiß noch, Switch muss, irgendeiner musste so ein, heißen die noch Switch oder hießen die anders? Ich glaube, da gab es zwei verschiedene Arten von, wo du die LAN-Kabel dann quasi alle reingebröckelt hast, damit die untereinander verbunden waren. So, den Hub, den du dann haben musstest. Also das, ja. Ja, und dann fängst du dann an, Counter-Strike zu spielen und dann hier, ich finde den Server nicht. Alle anderen sind schon am Spielen und interessieren sich einen Scheiß dafür, ob du den Server findest oder nicht. Ja, genau. Da müssen wir noch viele andere Dinge aufsuchen, aber das, manche Dinge darf man nicht reden, aber... Eines Tages machen wir die System Matters LAN-Party und dann spielen wir dann hier, weiß ich, Counter-Strike 1. Die vorletzte LAN, ich habe, stimmt, vor ein paar Jahren hatten wir auch eine gemacht,
Da haben wir uns im grünen Büro getroffen. Also es muss schon nach dem Umzug jetzt gewesen sein. Hatten die Tische kreisum aufgebaut und haben Civilization 6 so gespielt. Ich glaube, davor die letzte LAN-Party, also LAN ist völlig egal, weil wir haben World of Warcraft gespielt. Das heißt, du hast auch alle übers Internet gespielt. Bei Civilization weiß ich gar nicht, ob es nicht auch eine Internet, nee, ich glaube, da war es nur ein lokales Netzparty. Aber bei WoW haben wir dann alle da gesessen und irgendwie unseren ersten Raid, glaube ich, zu sechst und dann eben ein paar Leute gesucht, die mitgemacht haben. Quasi live zusammen versuchen. Das ist ja schon noch mal was anderes. Das kann man deutlich abschätzen. Das macht auch richtig, wir haben das früher, haben wir das häufiger mal gemacht, wo dann die eine Gruppe im Keller saß und die andere im Dachgeschoss und dann hörtest du dann irgendwie, nein! Was ist nein? Das ist Hände weg vom Raketenwerfer, hörst du aber durch das ganze Haus brüllen. Das war schon ganz geil früher. Das hat schon echt Spaß gemacht. Aber die Problematik ist bei diesen, also am Ende hat man immer so diese rundenbasiert Sachen dann auch gerne gespielt. Ne? Also so wie Heroes of Might and Magic oder sowas haben wir dann durchaus mal gespielt. Oder in so ein Star Trek rundenbasierendes Ding oder so. Und das ist irgendwie auch ganz cool, aber so um 3 Uhr nachts oder so, kann das auch mal sein, dass jemand einschläft oder man sich wundert, warum beendet er den Zug denn nicht? Ja. Das war dann immer ein bisschen langsamer als, sagen wir mal, so eine Runde Quake oder so, ne? Das ging halt ein bisschen schneller. Ja, klar, ja, Logo. Warcraft 3, Starcraft haben wir auch gespielt, bis dann irgendwie, aber das Problem war, sobald einer Starcraft-Erfahrung im Internet hatte, brauchtest du nicht mehr spielen. Ja, der war so gut, das hat keinen Spaß gemacht. Also ich meine, das ist bei Ego-Shootern ja auch so, wenn Leute Erfahrung haben, ist es für die anderen immer schwierig, aber es ist noch immer so ein bisschen, also du hast immer noch die Illusion, du kannst noch so ein bisschen mithalten. Ja. Ich glaube, wir haben irgendwie damals Battlefield 1942 und so. Waren ja auch genug NSCs quasi, also hier waren ja riesige Bots-Geschichten und so dann dabei. Waren ja nicht nur die Leute, aber das war schon, da konntest du irgendwie mithalten, wenn bei so Strategiespielen oder so, da ist ganz schnell, wirst du dann im Hintertreffen, ne? Und dann, also wo ich nochmal richtig Bock drauf hätte, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, hier nochmal als LAN-Party, wäre Left 4 Dead, das Koop-Ding mit den Zombies. Sowas ist richtig geil. Das hat damals haben wir richtig, richtig gerne gespielt. Oder es gab auch so ein Half-Life-Mod, Seven Coop oder so ähnlich hieß der, glaube ich, der auch viel Spaß gemacht hat, wo du eben gemeinsam gespielt hast, was auch damals ungewöhnlich ist. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob das so eine Standardeinstellung war. Da war oftmals, Unreal Tournament oder so, ne, mit Deathmatch oder Capture the Flag oder so. Aber für Capture the Flag war es dann auch zu wenige Leute. Es macht halt keinen Sinn, wenn du irgendwie 2 gegen 2 ist halt irgendwie ein bisschen langweilig mit Capture the Flag. Das war dann im Internet schon irgendwie geiler, wenn du dann irgendwie so mit 24 Leuten gespielt hast. Ja. Jetzt sind wir aber weit weg von dem, was wir eigentlich erzählen wollen. Wie gesagt. Als wenn das hier Wir haben ein stringentes Programm. Überleg mal, für jede Monimeter-Sendung, da bereiten wir uns ja wochenlang vor. Das ist diese Folge, die wir jetzt machen, die haben wir ja schon im Mai geplant. Ja. Genau, weil wir erzählen ja auch nicht, was wir letzte Woche gemacht haben, sondern das ist eigentlich, erzählen wir, was wir im Mai in einer Woche gemacht haben. Also, Rechner, eigentlich hast du schon den neuen Rechner, nur dass man den Laptop wieder aufgebaut, damit du diese Geschichte erzählen kannst. Das ist, damit das real ist, ja, damit sich das echt anfühlt, ja. Fantastisch. Egal. Wie gesagt, Daniels Rechner kaputt, schlecht, Daniel kann nicht arbeiten, beziehungsweise nur eingeschränkt arbeiten. Heißt also, mal gucken, was so die nächsten Tage ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein paar Sachen gemacht. Wir haben gestern 4 gegen die Finsternis verschickt. Und zwar mit der Hilfe von Patricks Familie, Dirk und Dana war natürlich auch dabei. Und da konnten wir überraschenderweise schneller die Sachen abarbeiten, als ich dachte. Ich hatte da fest mit gerechnet, dass wir da bis abends irgendwie rumhängen. Ja, wir werden immer besser.
Wir werden immer besser, ja, wie die Vogelspinne, ja. Wir werden immer besser, ja. Ja, 450 Pakete haben wir gepackt. Die stehen jetzt bereit und warten darauf, morgen abgeholt zu werden. Ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, als ich gerade meinen Tee geholt habe, die Sachen hochzuzeigen, also das, was wir verschicken. Also wir haben natürlich einmal das 4 gegen Finsternis Buch, das haben wir schon gepostet. Dann gibt es das Poster für alle Leute, die vorgestellt haben. Und die Referenztafeln, um schneller ins Spiel zu kommen. Und gleichzeitig auch noch einen Charakterbogenblock, wo man auch direkt sein Abenteuer drauf zeichnen kann, was natürlich ganz cool ist. Also ist auch genau, auf der einen Seite 4 Charakterbögen sozusagen, die sind ja sehr übersichtlich. Und dann auf der anderen Seite, ich glaube, so ein bisschen kleinerer, sind nicht 0,5 Zentimeter, oder? Die Kästchengröße, ich habe das gar nicht genauer mir angeguckt. Da bin ich nicht ganz sicher. Die wäre, glaube ich, minimal kleiner, so vom optischen Eindruck. Aber so, dass man eigentlich alles auf einen Blick hat und ein Spiel quasi direkt darauf machen kann. Ja. Sorry, ich muss noch mal ganz kurz hier, weil hier, hier sind mehrere Sachen. Ich bin ja nicht Host heute, sonst kann ich immer so Sachen. Ja, ach stimmt. Der zum einen LAN-Party zu viert mit Stronghold. Stronghold, mega gut. Ist gerade eine Stay Forever-Folge übrigens so rausgekommen. Eins meiner absoluten Lieblingsstrategiespiele. Kennst du das, Patrick? Da baut man da nicht eine Burg und. Da baust du eine Burg und Massenkämpfe. Also du hast da wirklich richtig viele Leute, die dann auf dem Bildschirm sind und so. Richtig cool. Geiles Wetterspiel. Ich glaube, das war auch immer so ein Multiplayer eigentlich eher, ne? Ja, das war, die Einzelkampagne war irgendwie ganz cool, also weil du dann eben deine Burg so baust und so. Aber im Multiplayer war es richtig geil. Ja, das hat mich darum im Einzelspieler nie so abgeholt und darum, also wir haben jetzt auch nicht ständig LAN-Partys gemacht, auch nicht in der Jugend, sondern eben so ab und an. Ja. Und da war es dann nie so, so stark dabei, darum ist es dann nie so richtig aufgebracht. Ja, da habe ich damals sogar auf Stronghold-Fanseiten habe ich so Burgen nachgebaut. Also die habe ich dann eingeschickt auf so Webseite. Ich glaube, die Burg Chinon oder so aus Frankreich habe ich mal irgendwie nachgebaut und so. Also hatte ich schon immer Bock auf die. Hast du dann abgespeichert und dann konnte man die da downloaden, oder? Genau, kannst du die dann downloaden und dann gab es so ein kleines Szenario. Ich hatte auch, was ich auch früher gemacht habe, da bin ich vor kurzem nochmal drüber gestolpert, Dungeon Keeper 1. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Habe ich auch so ein Dungeon Keeper Poster habe ich hier, was ich mal irgendwie aufhängen muss. Und da hatte ich richtig viel Spaß früher dran, mich auch in den Map Editor einzufassen. Und das war so ein auch so Momente. Also da war das Spiel auch schon lange erschienen. Ja, also deutlich später habe ich dann angefangen, mir die Seiten um Seiten auf Englisch durchzulesen, wie man diesen Editor bedient, weil das eben nicht so ein StarCraft-Editor war, sondern der war schon ein bisschen komplexer. Genau bei Dark Project. Da habe ich auch Level gebaut damals, was ich aber nicht so richtig verstanden habe. Aber es war schon, das war schon ganz geil. Und kurz noch was, Konrad hatte mal die Idee für eine Band, die LAN-Party heißt. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Ja. Ja, Master of Orion 2 sehe ich ja auch gerade. Oh, das ist auch ein gutes Spiel. Oh ja, aber ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das haben wir nie so wirklich als Party. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Wir haben, am Anfang von Corona haben wir ein bisschen Stellaris online mal gespielt mit mehreren Leuten, aber auch da, also das ist ja, sind ja einfach riesen Spiele. Ich glaube auch diese Civilization-Partie, die haben wir dann, wir haben uns einen Tag eben getroffen und dann spielst du und ich habe mich mit Simon in einem blutigen Krieg verkämpft, weil er mir den einen Siedler geklaut hat, den ich natürlich wirklich törichterweise ohne Schutz rumgeschickt habe, aber das hat ausgereicht, um uns eigentlich beide Ewigkeiten in den Krieg zu ziehen. Und ich glaube, weiter sind wir dann gar nicht mehr groß gekommen. Hat uns beiden auch nicht wirklich gut getan, aber Das ist das Problem, wenn du bei Civilization, ich kenne es so aus Einzelspieler-Situationen, wenn du Pech hast und auf Barbaren triffst, und die hauen dann deinen Siedler kaputt oder so. Yeah. Dann bist du wirklich um Jahrhunderte zurückgeworfen. Yeah. Ich bin dann komplett auf Krieg gegangen, also alles andere hinten rüber gefallen lassen. Ich glaube, ich hatte ihn dann auch recht weit kontrolliert und
aber du wirst einfach in so vielen, also gerade so in große Geschichte, da wirst du so zurückgeworfen, ja, dann, wenn du dich nur auf diesen einen Bereich fokussierst. Ja. Das war schon, ich meine, das hat dann auch irgendwie Spaß gemacht und so. Diese Geschichte ist ja auch hängen geblieben von dem einen Siedler, der dafür gesorgt hat, dass wir uns ewig gestritten haben. Aber das ist schon... Ja. Definitiv. Also es ist auch ein großartiges Spiel nach wie vor. Also ich habe am meisten habe ich Civilization 3 gespielt. Das so der und das Call to Power. Das war also nicht von Sid Meier damals, sondern so ein Klon, was aber auch ziemlich geil war. Das ist nicht schlecht. So, dann hier einmal noch kurz aufgegriffen, Konrad, ne, LAN Party als Dungeon Synth Projekt. Können wir als gegeben. Ich ohnehin. Also ich bin dafür offen, ne, wenn du da Bock drauf hast. Ich habe erst neulich hier Kassetten bekommen von einem anderen Dungeon Synth Projekt, wo ich noch Bock drauf habe. Also da läufst du bei mir offene Türen ein. Du hast ja schon ein paar Sachen gemacht, was man oft in den Intros hören kann. Wenn man Konrads Stimme hören möchte, muss man nur den Brindlewood Bay Podcast anmachen. Dann kann man ihn unter anderem auch hören. So, jetzt, wir sind wieder abgekommen von dem Fliegen in die Finsternis. So, das ist jetzt, das ist jetzt da. Wer Bedarf hat, also ist ja nicht nur für Vorbesteller, das gibt es ja immer noch, also kann einfach im Shop zuschlagen. Schönes Spiel, ich kann immer nur wieder betonen, wie geil das Spiel ist zum selber machen. Wenn man sagt, oh cool, ich baue einfach mal neue Dungeon-Räume auf und würfel die dann aus und muss die dann irgendwie in meine Karte einbauen oder eine neue Zufallstabelle oder neue Gegenstände. Das Spiel ist super offen dafür. Ich glaube, das kann man hervorragend auch mit Leuten spielen, die noch nicht viel mit Dungeons oder Rollenspielen am Kopf haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man mit Kindern das spielen kann. Ich erinnere mich an jemanden, der gefragt hatte, ob wir die Charakterbögen noch ein bisschen größer machen können, damit man auch besser da reinschreiben kann. Das gibt es alles, glaube ich, auch zum Download. Da muss man dann irgendwie ein bisschen gucken. Und ich kann wirklich nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Das ist ziemlich cool. Wir haben uns bemüht, das so klar wie möglich irgendwie reinzubringen von den Spielregeln her. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Es gibt ein paar Podcasts, wo man das noch anhören kann, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich... Ich glaube, wir haben ja auch ein kleines Let's Play dazu gehabt, ne? Genau, richtig, hatten wir auch. Wo ich dann mal gut gewürfelt habe, wurde mir gesagt. Stimmt. Aber ich finde schön, wie du sagst, hier dieses Solo-Rollenspiel kann man auch gut mit Neueinsteigern oder mit Kindern spielen. Aber es ist ja ganz cool. Wenn man es alleine spielen kann, heißt es ja nicht, dass man es alleine spielen muss. Es gibt ja so eine Variante dafür einmal, mit wie du wirklich das auch gruppenartig spielen kannst. Aber es gibt dieses tolle zu zweit Rollenspiel. Also du kannst halt einer malt die Karte und der andere würfelt oder so, ne? Und dann kann man ja auch irgendwie, oder der eine entscheidet, wo man dann lang geht und so. Das kann man dann schon ganz cool machen. Also es ist sehr nett und das sieht wirklich toll aus. Also ich habe das ja jetzt auch auf der FeenCon das erste Mal gesehen. Es ist ganz schön geworden, habe ich den Eindruck. Also ich bin aber auch ganz froh, da kann ich auch gedanklich dann so einen Haken hintermachen. Und das ist ganz schön. Da hatte auch jemand viel Spaß bei. Ich glaube, mit Kindern ist das, glaube ich, sowieso noch mal ein bisschen was, noch mal stärker, sozusagen das so zu machen. Ja. Das ist schon ganz cool. So, dann geht es bei Fliegen in die Finsternis geht's auch weiter. Also die ersten zwei Szenarien, das sind dann Abenteuer, die speziell besondere Begegnungen haben und so. Da sieht man dann eben auch, wie man sowas leicht hacken kann. Also beispielsweise, wenn man sagt, oh, ich möchte gerne die ägyptische Pyramide erforschen, dann kannst du halt super gut, ne, weiß nicht, den Mumienfürst als Gegner haben und die Skarabäen als Zwischengegner und so. Da kann man dann sehen, wie man das so locker umarbeiten kann. Die sind im ersten Lektorat sind die durch, Dietmar hat die übersetzt, Stefan hat sie schon mal angeguckt. Da müssen wir gucken, Verena guckt das sicherlich auch nochmal drüber und dann müssen wir uns noch so ein bisschen dazu entscheiden, in welcher Form wir die rausbringen. Also gedruckt auf jeden Fall. Werden wahrscheinlich mit Klammerheftung erscheinen, gehe ich jetzt mal von aus, weil die zu dünn sind für eine gebundene Geschichte. Und ich bin noch am Überlegen, wie wir die illustrieren. Also Björn nehmen wir auf jeden Fall nochmal als Illustrator, weil das einfach auch ein cooler Look ist. Müssen aber gucken, dass es irgendwie finanzierbar bleibt alles, damit die Dinger nicht am Ende irgendwie 30 Euro kosten. Das wäre ein bisschen schade.
darum gucken wir mal. Ja, ist genauso teuer wie das Regelwerk, ja. Ja, das ist halt immer schwierig, weil natürlich Regelwerke verkaufen sich ja grundsätzlich ein bisschen besser. Aber das heißt nicht, dass sich die anderen Sachen gar nicht verkaufen. Ne? Also wenn es immer so heißt, ja, die Verlage machen ja nur noch Regelwerke und die anderen Sachen, da kümmern die sich gar nicht mehr drum. Nee, das ist so nicht. Das ist schon eine Fehlwahrnehmung, weil das Regelwerk verkauft sich dann am Ende auch deswegen gut, weil weiteres Material erschienen ist. Ne? Also wenn ein DCC-Abenteuer erscheint, ein neues, ist auch die Chance da, dass sich ein neues Regelwerk von DCC verkauft. Oder auch beim Schatten des Dämonenfürsten. Bei PBTA eher weniger, da brauchst du ja nur ein Buch. Ja, aber am Ende ist es ja, sind ja so kleine Ergänzungsheftchen, genau. Das heißt, irgendwie bin ich gespannt, wie die dann laufen. Das ist ja dann so, ne, das ist ja dann auch, wie wird das System angenommen nach einer Vorbestellung, ist dann nochmal der Faktor. Ja. Gibt hier kurz die Frage, wenn man es jetzt bestellt, was kriegt man nicht im Vergleich zur Vorbestellung? Das sind eben genau diese drei Dinge, die Daniel gerade gesagt hat. Es gibt so Referenztabellen, das ist, glaube ich, hinten aus dem Buch heraus, sind das Sachen. Die werden wir aber sicherlich auch zum Download anbieten. Ja, die gibt's, glaube ich, sogar schon zum Download. Also für Leute, die das Buch haben. Oder Patrick zieht skeptische Gesichtsausdrücke in Betracht. Und dann kommen die aber bald. Also die gibt's dann auch zum Download für Leute, die das Buch haben. Ja. Genau, und das Gleiche gilt für diesen Blog. Den gibt's natürlich so nicht. Das muss man sich dann ausdrucken. Und das Poster, was sozusagen der Vorsatz und der Nachsatz des Buches als DIN A3 Poster ist. Das gibt es auch nicht. Das sind so die drei Boni, die es zur Vorbestellung gab. Darum kann man immer nur sagen, ne, Leute, vorbestellen lohnt sich. Es gibt ab und an mal cooles Zeug. Genauso wie wir erfreulicherweise jetzt sagen können, zum Thema Vorbestellung, World Wide Wrestling hat es geschafft und ist finanziert, was uns äußerst freut, weil das eine sehr hohe Summe war, die wir haben mussten, um das Spiel bewerkstelligen zu können. Und B, ist natürlich auch ein geiles Spiel. Das ist halt der Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Es bereichert den deutschen Rollenspielmarkt, auch wenn viele Leute sagen, ja, Wrestling ist ein bisschen merkwürdig, da geht es ja bestimmt nur ums Kämpfen. Nein, das ist nicht ums Kämpfen. Nee. Ja, das ist es nämlich nicht. Das sieht man sehr gut bei der Orkenspalter-Runde zum Beispiel, wo unter anderem auch diese sehr schöne Variante ist, wo dann die Kommentatoren den Kampf einmal kurz zusammenfassen und Einschätzungen geben, wie denn hier die Situation gerade ist. Ja, ja, allgemein ist ja der Kampf rein erzählerisch, ne? Also man beschreibt, und es geht dann eher darum, wer darf gerade erzählen, was passiert. Und ich meine, ehrlich, es ist so ein bisschen wie ich mir reales Wrestling angucke. Da will ich auch meistens wissen, wer hat gewonnen und wie, also gab es irgendwie was eine Geschichte vorangetrieben hat. Ja. Also manche Kämpfe sind auch schon also das sind ja auch Artisten, die das machen, und von daher guckt man sich das auch gut an, aber das, was für mich das Ganze besonders voranbringt, ist quasi das, was sich daraus ergibt, um es weiter zu rausbringen. Ja. So. Markus muss uns aber einmal kurz widersprechen. Es geht eben ums Kämpfen, aber es geht nicht um die Sportsimulation. Genau, vielleicht ist das nochmal ein bisschen bezeichnender. Ne? Also der Kampf steht im Mittelpunkt, alle Probleme werden im Ring gelöst. Das ist auf jeden Fall richtig. Und es ist im Grunde wie Rollenspiel. Das ist ja das Schöne daran. Das ist, ist tatsächlich ganz gut. Ja, vorhin schrieb Markus noch, der auch gerade das Kommentar hatte, dass wir überrascht waren. Ja, ich war durchaus überrascht, weil die Vorbestellung ja schon sehr langsam startete und die Vorbestellungszeit relativ kurz ist, aus Gründen für Projekte davor und Projekte danach. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat, weil ich glaube, Frank war es auch, der das bei Twitter kundtate. Das ist ein Punkt, ne? Also wir machen gerne ungewöhnliche Spiele, aber das muss auch irgendwie funktionieren. Also gerade in der jetzigen Phase, wo wir wirklich eine größere Herausforderung haben zum Thema Rollenspiele herstellen,
muss man zweimal hingucken, was man so macht. Und das hat uns natürlich auch sehr überrascht und es kam jetzt auch nicht gelegen, dass sozusagen gerade in diesem Moment jetzt die Produktionspreise einfach gestiegen sind um, weiß ich, circa 40% oder sowas. Und das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn es darum geht, ungewöhnliche Sachen zu machen, dann sind wir natürlich immer offen dafür. Aber man muss dann irgendwie auch gucken, dass das gemeinsam dann auch zu meistern ist. Ja, also wir tun ja alles Mögliche dafür, damit sowas gemacht werden kann. Was ich besonders hervorheben möchte, und da haben wir gerade noch im Vorgespräch drüber gesprochen, das ist halt auch nur möglich gewesen, weil die Aufmerksamkeit dafür sehr hoch war durch die Community. Also ne, die Community, ihr ermöglicht dann sozusagen, ne, dass andere Leute wissen, dass es dieses Spiel gibt. Ja, ja, das war schon, also das ist schon sehr beeindruckend. Was bei Twitter abging und spontane Spielrunde hier, spontane Spielrunde da, nochmal zu sagen, wie toll das ist und worum es geht und worum es nicht geht. Fragt und stellt mir alle Fragen dazu, hat Markus ja auch angeboten. Ich glaube, Frank hat das auch nochmal angeboten, aber auch viele andere, die da immer wieder darauf hingewiesen haben, das war schon echt top und sehr beeindruckend. Also das habe ich so noch nicht erlebt, dass so viel Wirbel darum gemacht worden ist und so gemeinsam dafür gekämpft worden ist, dass wir diese Zahl dann am Ende jetzt auch erreicht haben und das Fernsehen sogar erreicht wurde. Also der Katar wird jetzt dann auch erscheinen. Der kommt dann zum Selbstkostenpreis. Das müssen wir mit Markus jetzt noch genau abklären und auch so ein bisschen gucken. Kommt noch eine Promo rein. Von daher da noch ein bisschen Geduld. Aber allein das da auch noch zu schaffen, ist schon ziemlich krass. Und was mir aufgefallen ist, wir haben sonst bei Crowdfundings häufig so ein U. Ne, mehr oder weniger flach in der Mitte. Das heißt, du hast die Vorbestellung und du hast ganz am Ende den Hype. Und hier war es sozusagen eigentlich eher eine Linie. Also es gab am Anfang natürlich so einen kleinen Ausschlag. Es gibt, glaube ich, jetzt am Ende, weiß ich gar nicht, ob es da so einen riesen Ausschlag gibt. Das ist eher so, dass es stetig, also es gab diesen einen Tag, aber ganz am Anfang, als wir es verkauft haben, da war natürlich ein bisschen mehr. Und dann ging so ein stetiges Bergauf, weil ich glaube, immer mehr Leute dann auch verstanden haben, worum es in diesem Spiel geht und worum es nicht geht. Und das hat, glaube ich, viel bei geholfen, dass auch aus verschiedenen Spektren, also ich sag mal, unsere Community ist ja, ich will jetzt nicht sagen gespalten, das würde zu massiv wirken, aber wir haben ja einen OSR-Bereich, wir haben einen erzählspielerischen Bereich, die nicht unbedingt immer kompatibel sind. Es gibt ja auch viele, die sagen, das eine hole ich, das andere nicht, weil mich so nicht abholt. Aber hier war es wirklich so, dass aus allen beiden Bereichen viele Leute dabei waren. Und ja, nochmal vielen Dank dafür. Es ist, ja, am Ende ist es ein gutes Spiel und das ist halt auch entscheidend. Und das ist für uns immer auch so ein Signal, dann auch so Experimente zu machen, ja? Also, weil wir ja schon, Markus hat das Ganze ja komplett vorher übersetzt gehabt, das Layout von Natascha ist fertig, ne? Pepe hat den Umschlag gemacht und so, und das ist schon ein Faktor, der natürlich auch für uns so ein Risiko ist an der Stelle, ne? Also, weil es ist ja im Grunde fertig und dann ist immer die Frage, was machen wir dann, ne, wenn das irgendwie nicht klappt? Und ich bin mir sicher, da gibt es dann auch irgendwelche Lösungen für, aber die sehen dann bei weitem nicht so geil wie die Lösung, wie wenn es eben klappt. Das ist der Punkt. Und wenn ich so überlege, ich habe so mehrere Spiele noch auf dem Zettel, wo ich denke, oh, das könnte ein ganz cooles Ding werden, aber ich bin nicht sicher, ob das irgendwie auf Interesse stößt, ne? Also ich sag mal, einmal so frei heraus, ich sag mal, Electric Bastion Land ist jetzt auch ein Spiel, was ein bisschen spezieller ist. Und das ist mega geil, genauso wie Spire mega geil ist. Aber ich sag mal, bei Spire sehen wir auch deutlich, das ist ein Ding, da hatte ich jetzt auch erwartet, dass da mehr Leute Interesse dran haben. Und dann zieht man da eben auch die Konsequenzen daraus. So anders geht das ja nicht. Und ich habe bei Electric Bastion Land habe ich auch richtig Bock drauf, weil ich finde das System geil. Chris McDowell ist ein mega geiler Autor. Das ist schon richtig cool. Das ist genauso wie bei Wrestling, ne? Also hier, Nathan Perlotta ist schon ziemlich geil gemacht, also wie das aufgebaut ist, das Spiel. Und du merkst auch schon deutlich, dass da eben das ganze Team da irgendwie für brannte. Und ich meine, Markus kennt sich ja heute auch aus, wie das, ne, nicht nur in der Welt des Wrestlings, sondern natürlich auch, wie man den Leuten das Spiel irgendwie näher bringt. Und das ist schon wirklich
Gold wert, ja. Also das hilft uns echt sehr, sowas dann auch zu bewerkstelligen. Und ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen langfristiger funktioniert. Also dass auch ein paar Leute, die dann irgendwie die Vorbestellung verpasst haben, dann erst später da aufsteigen. Aber ich sag mal, ne, auch da, wer überlegt, ob er das Spiel haben möchte oder nicht, ich sag mal, lieber jetzt als zu spät. Das ist jetzt nicht so, als ob wir davon 3000 Stück herstellen, ja. Dafür hätten wir noch viel höhere Ziele gebraucht. Darum, also ganz ehrlich, guck mal, was so geht. Ne? Das Interesse und die Druckauflage richtet sich so ein bisschen auch nach, nach den Vorbestellerzahlen gerade. Genau. Ja, ja, und man druckt, also dass man es nochmal nachdruckt, zumindest in der gleichen Art und Weise, kann man, glaube ich, ehrlich gesagt ausschließen. So, da, zumindest nicht, wenn die Druckpreise nicht massiv fallen, sodass man es hinterhergeschmissen bekommt, und das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja. Gut, aber Nochmal vielen Dank an Charon Tours. Ich vermute, das bezieht sich auf den griechischen Fährmann, der die Leute über den Styx bringt in Richtung Hades. Ja, wir können uns auch bei Uhrwerk einmal bedanken. Das wird hier, glaube ich, gar nicht im Chat angezeigt, die uns abonniert haben. Bei oh, vielen Dank an den Uhrwerk-Verlag. Schöne Grüße. Grüße. Ja. Sehr gut. Ja, Electric Fashion Land, allein schon wegen des Artworks aus der Hand reißen. Ja, mega geil. Ist richtig, richtig geil. Da kann ich echt nur sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt sind wir an dem Punkt Wrestling abgehakt. Es ist, ja, wir müssen mal gucken, ist ja schon 11.45 Uhr, der Presseclub kommt ja wahrscheinlich gleich. Ja, kommt. Hm. Ja, insofern, oh, da leidet gerade bei Uhrwerk wird an Corona gelitten, das ist nicht so schön. Ja, gute, kann ich aus meiner Familie bestätigen, da leidet gerade auch meine Mutter an Corona, schon wieder wahrscheinlich, trotz dreier Impfungen, was echt ungeil ist. Ja, ja, insofern gute Besserung. Das ist schon mal nicht schlecht. So, genau, das hatte ich auf dem Schirm Wrestling. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, der uns nächste Woche erwartet, der Dungeon Core Classics Tag. Es ist volles Programm, ja. Heute ist aber auch richtig viel Action hier im Chat. Was ist denn los? Haben die Leute alle irgendwie, das haben wir sonst noch nicht. Einmal geht der Rechner bei mir kaputt. Und dann ist ja richtig viel Action. Es ja, sehr gut, ne? Unglaublich. Der Dungeon Core Classics Tag ist nächste Woche. Patrick, was ist denn der Dungeon Core Classics Tag? Ja, das ist ein Tag, wo es um Dungeon Core Classics geht. Danke, Patrick. Zurück ins Studio. Ja, ich meine, das ist schon, vielleicht müssen wir auch noch mal System Matters Tag machen oder so, aber der kommt ja eben aus den USA, den haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern von Goodman Games organisiert oder durchgeführt, geht es eben einen Tag um DCC. Und wir haben das in Deutschland ja vor 2 Jahren, glaube ich, dann auch das erste Mal übernommen. Ich weiß gar nicht, ob wir vor 2 Jahren auch schon eine Veranstaltung dazu hatten. Wir haben das erst letztes Jahr gemacht. Ja. Wo das ganze Tag, den ganzen Tag auch Programm ist. Wir werden hier morgens anfangen, so ein bisschen über DCC zu plaudern. Im weiteren Programm werden wir dann hier auf Twitch so ein bisschen einen Einstieg geben, wie funktioniert DCC, was sind die Regeln, und auch ein Let's Play zeigen, was es vor kurzem schon mal gab. Das ist sowohl diese Regeleinführung als auch das Let's Play ist so ein bisschen eine Wiederholung findet zeitgleich statt zum DCC-Turnier, aber da können wir gleich nochmal was zu sagen. Weil ich glaube, viele Leute dann vielleicht auch lieber ausprobieren wollen oder so, das überbrückt so ein bisschen. Dann haben, ich glaube, Dennis, Frank und Jonas einen Inspiration Matters aufgezeichnet zu Panik auf dem Popo-Planeten, was wir dann zeigen. Und dann gibt es die Siegerehrung dieses Turniers, weil ein Turnier hat ja irgendwie auch einen gewissen Wettstreitcharakter. In der Tat. Und dann gibt es noch weitere Spielrunden, für die man sich anmelden kann.
Genau, und die so, auch ihr anmelden könnt. Ne? Also wer noch Bock hat und ein bisschen was leiten möchte am DCC-Tag, wir haben da so einen Discord-Server für eingerichtet, der kann sich einfach bei dem Anmeldeformular, was jetzt freigeschaltet ist, übrigens auch für die Anmeldung für Spielrunden, also das gibt's jetzt, können alle Leute schon mal rübergehen und gucken. Und ich denke, Patrick postet das gleich nochmal im Discord, auch in der DCC-Gruppe. Und ja, dann muss ich ja alles machen jetzt. Ja, genau. Ich kann's ja gar nicht. Also, oder wer auch gerade hier im Chat ist, kann es auch gerne am DCC-Tags-Server schon mal posten, damit das losgeht. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird dieses Jahr besonders aufregend werden, weil wir zum einen, wie gesagt, 7 Runden haben für das Turnier. Das heißt also, da können 28 Spielende irgendwie Bock haben, mitmachen, glaube ich zumindest. Ich glaube, es waren 4 pro Runde. Und dann gegeneinander antreten, was unglaublich viel Spaß ist und auch ungewöhnlich ist. Also das ist ja jetzt das zweite Jahr, dass wir das machen. Wir haben viel Arbeit reingesteckt. Jonas hat viel Arbeit reingesteckt in das Turnier mit verschiedensten Begegnungen. Und es ist ein sehr aufregendes Abenteuer, was dich ins Feenreich entführt. Und das ist schon ganz cool gemacht. Und ich hoffe, dass da viele Leute Bock haben, mitzumachen, weil je mehr Leute mitmachen, umso geiler wird das. Und es gibt auch was zu gewinnen, wie letztes Jahr. Letztes Jahr gab es ja so einen kleinen Tischgong zu gewinnen. Dieses Jahr gibt es was anderes zu gewinnen, passend immer zum Turnier. Durchforste ich die Nanunanas des Internets, um herauszufinden, was man an absurden Requisiten gebrauchen kann, um die dann so ein bisschen DCC-artig aufzuarbeiten, ja, damit das wirklich einzigartige Stücke sind, die man dann irgendwo in der Schublade liegen lässt. Genau, ja, oder aufstellt, ne? Das kann man überlassen bei den Leuten selber oder eine Vitrine dafür kauft. Ja. Ist alles vorstellbar. Ja. Aber es ist jetzt, also das ist jetzt, ihr werdet nicht mit Gewinn überhäuft. Es ist eben ein spaßiger Gewinn zu einem spaßigen Turnier. Ich weiß nichts über das Abenteuer dieses Jahr, darum kann ich sozusagen sagen, wie letztes Jahr lief. Letztes Jahr war es eben in einer bestimmten Zeit, ich glaube 2 reale Stunden oder 3, mussten die Gruppen möglichst viel Schätze aus einem Turm war es, glaube ich, herausholen. Ja, das Fugium war es, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Und so konnte man das abwägen. Aber es ist eben Realzeit, 2-3 Stunden. Und das hieß, man muss eben entscheiden, wie kommt man am schnellsten als SpielerInnen dadurch. Und gegen Gegner zu kämpfen, so viel kann man dann vielleicht ja schon mal auch nochmal mit auf den Weg geben, ist kostet viel Zeit am Spieltisch. Das sind dann solche Entscheidungen, wo man auch so ein bisschen gefordert wird, Dinge zu vermeiden, die einfach viel Zeit kosten. Darum bin ich sehr gespannt, was dieses Jahr so der Knick dabei sein wird. Nein, Knick heißt es nicht. Kniff. Genau. Wir gucken mal. Also es klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich greife mal kurz eine Frage auf, die hier auftauchte. Und zwar fragte, ich glaube, Jocke war das, der fragte, wie sieht's denn aus, wenn ich keine Ahnung von DCC habe? Kann ich da mitspielen? Gibt's vorgefertigte Charaktere für das Turnier? Ja, gibt es. Charaktere sind vorgefertigt. Die Komplexität ist, glaube ich, ein bisschen höher diesmal, weil es Charaktere der Stufe 2 oder 3 sind. Da bin ich gerade nicht sicher. Aber das ist nicht so, als ob das hochkomplex ist. Da geht's eher darum, dass man als Spielender irgendwie eine geile Idee hat und nicht um den Skill des Charakters. Also, dass ich irgendwie, oh, ich muss jetzt diese Fertigkeit einsetzen. Nee, es geht dann eher so darum, wie schaffe ich das, ein Problem zu lösen und welche Werkzeuge habe ich in der Hand? Und es gibt auch Charaktere, die, sagen wir mal, ein bisschen einfacher zu spielen sind als andere. Ich sag mal, als Zauberkundiger hat man eben eine ganze Latte an Zaubersprüchen. Die sind aber auch nicht kompliziert. Wer D&D kennt, kennt ja auch die Zauber. Aber was halt ganz cool ist, ist, dass du innerhalb von ein paar Minuten erklärt bekommst, wie das Spiel funktioniert, und dann hilft auch der entsprechende Spielleiter oder die Spielleiterin. Wir haben auch genug Zeit vorgesehen, bevor das Abenteuer wirklich starten soll, dass die Gruppen sich finden können, solche Fragen gestellt werden können. Also es ist geplant, dass man sich so um 12.30 Uhr trifft und dann circa 13 Uhr die jeweiligen Gruppen mit den Abenteuern beginnen, um dann solche Dinge auch nochmal zu klären, damit das auch alles vernünftig abläuft. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht die Nachwirkung der letzten Woche, die etwas ungeil war für mich. Ja. Also wie gesagt, der DCC-Tag, wie Konrad ja auch gerade sagt, eine super Gelegenheit, um das Spiel mal kennenzulernen. Definitiv ist es ein unglaublich gutes Spiel.
Macht Spaß. Du brauchst nur dieses eine Regelwerk für immer. Mehr braucht man nicht mehr. Das andere, was wir eben haben zum DCC-Tag, sind die Produkte, die da erscheinen. Also wir haben natürlich coole neue Abenteuer. Es ist ein Höllenritt gewesen und wir kriegen es auch nicht gedruckt fertig. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das PDF wird es geben, aber gedruckt kriegen wir es nicht fertig. Dafür ist die Zeit zu knapp. Weil wir haben dieses Jahr zwei Sachen, die exklusiv von Goodman Games zum DCC-Tag erscheinen. Nicht zum einen das Abenteuer, Schreckenslieder in der Finsternis heißt es, Chanters in the Dark auf Englisch. Und das andere ist das Buch der Götter, hieß es, glaube ich, oder das Buch der Ungötter, da bin ich gerade nicht sicher, wie der Titel war. Das ist eine Ergänzung mit Kreaturen, die noch über den Göttern stehen, so ein bisschen wie die Ewigen bei Sandman, wenn man das kennt, und die man auch als Patron haben kann, mit unterschiedlich coolen Sachen, die da so passieren können. Sehr interessant, wahnsinnig viel Text. Da haben Dennis und Marc hart übersetzen müssen, um das zeitnah fertig zu kriegen. Jonas hat da das Lektorat gemacht. Das andere Buch wurde von Marco, Dietmar und Jonas übersetzt. Und da war auch nochmal entsprechendes Lektorat von Jonas und Marco dabei. Und ich hatte da auch noch irgendwie Korrekturen eingebaut und das alles gegengelesen. Es ist halt super viel Arbeit. Aber das PDF wird es geben an dem Tag, genauso wie im Idealfall der Trichter. Das heißt übrigens das Buch der gefallenen Götter. Das Buch der gefallenen Götter hieß das. Okay, genau. Sehr gut. Den Trichter 4 wird es wahrscheinlich auch geben. Pepe ist allerdings gerade im Urlaub. Das heißt, so ein bisschen kommt es nur darauf an, wie schnell er ist, wenn er zurückkommt. Dann haben wir noch dieses Chronofugium. Das ist das Abenteuer aus dem letzten Jahr. Raub im Chronofugium. Das ist ein, da kann man das Turnierabenteuer dann nochmal nachspielen, wenn man möchte, und herausfinden, was man verpasst hat, auch wenn man als Gruppe da war. Oh ja, das kann ich mir auch spannend. Das ist ganz cool, wenn man dann sieht, ach so, das hätte ich machen müssen mit dem Drachen. Steht am Anfang drin, wie viel Geld man maximal rausholen kann. Das wäre mal interessant, das rauszufinden mit dem, irgendwie hat dann eine Gruppe richtig abgesahnt letztes Jahr. Aber ja, richtig, das war schon ganz cool. Da müssen aber noch Illustrationen gemacht werden für, das wäre komplett neu illustriert, also das gibt es ja eigentlich auf Englisch, ne? Das heißt also, wir machen das komplett in Eigenproduktion, da hat Jonas schon ein paar Illustratoren und Illustratorinnen angeschrieben, wo man was machen kann, und ich glaube, das waren so die Highlights für den DCC-Tag, gar nicht, die Flucht der Meerkönigin erscheint natürlich auch noch, das haben wir sogar gedruckt da. Genau. Allerdings überlegen wir aus praktischen Gründen zu sagen, hey, ihr könnt das alles irgendwie vorbestellen und dann verschicken wir das, sobald das alles da ist. Dann gibt es einen Pack mit Sachen. Genau. Aber wer will, kann natürlich auch einzeln Dinge bestellen. So. Ja. Also ohne Probleme kann man sagen, hey, ich nehme das Regelwerk und die Meerkönigin lass mir die schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Was es übrigens auch neu gibt, sind Würfel. Die letzten Sachen angekommen aus dem Zoll, meine ich, ne? Die sind jetzt aus dem Zoll raus, wir kriegen sie nächste Woche, dann müssen wir noch die neuen Banderolen oder die neuen Einleger dafür machen. Und dann gibt es neue Würfel. Will da noch gar nicht zu. Also die schwarzen sind wieder da, ich glaube, es gibt rote und die beiden Sondersorten weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht genau. Ich glaube, die eine ist auch noch ein bisschen eine Überraschung, die. Ich habe gestern die E-Mail von Joseph Goodman bekommen zum Thema Dice Flyer, ne? Reinpackt. Da gucken wir uns dann nochmal genau an, was das dann ist und welche Farben wir da haben. Aber da gibt es auch wieder eine Standardfarbe, es gibt irgendwie Schwarz und Rot, gibt es so als Standardfarben und dann gibt es auch wieder was Besonderes. Und auch diese eine Farbe, es gab jemand, der im DCC-Chat fragte nach einer bestimmten Farbe. Die haben wir auch. Genau. Aber dann, als wenn gefragt worden ist, dann gucken wir, dass wir die auch kriegen. Ja, und das ist, wir kündigen sowas dann auch nicht an. Also es ist, jetzt kann jemand das weitertragen dann in den Discord. Wie gesagt, ich kann leider nicht im Moment in den Discord gucken. Kann weitertragen und kann sagen, ja, hier, guck mal, wir legen da noch eine für ihn zurück. Also weil der Bock drauf hatte, dann haben wir eine zurückgelegt für ihn, damit er es dann irgendwie kriegen kann. Dann hatte Jonas gerade noch gesagt, er könnte mal spoilern, wie viel Geld man denn bekommen könnte aus dem ersten Abenteuer. Das kann er gerne machen, dann pflichte ich das in unser Gespräch ein.
Ich weiß nicht, ob man das hier so schreiben sollte, wenn Spieler in das, obwohl es eigentlich egal. Das ist, ich glaube, das ist erstens, hört das, diese Ankersendung wird ja nicht von jedem gehört. Ja. Auch wenn wir hier die wichtigsten Infos sind. Also alle, einmal in der Woche gibt es ja hier die wichtigsten Infos. Aber was ganz schön ist, ist, das hilft einem ja nicht, denn du weißt ja gar nicht, wo die coolen Schätze verteilt waren. Ja. Also du weißt ja gar nicht. Es hilft dir auch nicht im Laufe des Abenteuers, dass du denkst, ach, ich muss noch, wir haben nur, was weiß ich, ich sehe jetzt hier jetzt ein 3000, aber wir haben nur 1800, wir gehen jetzt nochmal zurück und suchen da und da, weil die Zeit ja der Faktor ist. Ja. Dann stellst du fest, ja gut, was hätte ich denn hier mitnehmen müssen? Und dann, der Wandteppich, ne? Die Wandteppiche waren ja die kostbaren Sachen. Ja, jetzt hast du, da gibt es hier aber schon Tipps. Ja, genau, ich seh schon, ja, es ist schon ganz gut. Genau, 3000 Goldmünzen hat es ja gesagt. Ja, sehr cool. Ich nehme das ja, mit also, weil das hier einmal gesagt worden ist, mit den Verpackungen, also die Flyer oder so, die mit im Shop aufzunehmen, nehme ich gerne mal mit. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Ja. Aber finden wir bestimmt irgendwie eine Lösung. Ich glaub, schwierigste Übersetzung hatte ich vor kurzem für den, das war The Marvels of the Mustachioed Magician oder so ähnlich heißt das. Schwierige Alliteration, ist ja B ist ja gesetzt wegen bärtig, ja. Und dann war es natürlich der bärtige Beschwörer. Und ich glaube, es war, jetzt habe ich den Begriff vergessen, aber ich habe extra nach einem Begriff gesucht für ungewöhnliche kleine Gegenstände, die man so haben kann, weil Marvels passt natürlich irgendwie nicht so richtig. Da musste man sich was anderes ausdecken. Aber ich habe was gefunden. Und das gibt es auf jeden Fall. Das sind die roten Würfel. Okay. Ja. Fällt mir nur gerade so ein. Okay, so, das ist der DCC-Tag. Wir planen auch weiterhin, ne, auch im nächsten Jahr DCC-Tage und so. Und ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal eine richtige Con machen können, dann mit dem DCC-Tag. Das fände ich so mit am coolsten. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das dann. Ja, so oder ohne, also generell, ne? Also, ja. Gibt ja mehr als DCC. Ja. Definitiv, ja. Okay, sehr cool. So, dann würde ich gerne noch auf einen Hinweis zurückkommen. Da sind wir schon ein bisschen spät dran für. Und ich muss auch noch einen Blogbeitrag dazu schreiben. Aber im Moment, wir wurden ja vor 2 Wochen, glaube ich, von Shay interviewt auf ihrem Kanal, weil es ist nämlich der System Matters Monat auf ihrem Kanal. Vielleicht, wenn du da den Kanal Link hast, wäre das vielleicht ganz cool, den einmal zu teilen, einfach um mal zu sehen, was gibt's denn da Cooles. Und wir haben gestartet mit unserem Interview, wo eine wichtige Stelle herausgeschnitten wurde, wie mir gesagt wurde, wo es um Beinkleider ging. Aber dieser Teil war natürlich allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern noch da. Und oh nein, ich sehe gerade, heute fällt der Stream wegen Krankheit aus. Oh nein! Oje, oje. Da fängt das ist der, so ist das, wenn man Content plant. Aber es gibt ja noch genug Altes an zum Angucken. Also. Genau, ja. Und es geht um verschiedene Spiele, die wir herausgebracht haben. Unter anderem gibt es auch später im Laufe des Monats eine Runde Brindlewood Bay, wenn ich mich recht entsinne. Auch mit einem Einführungsgespräch immer. Und auch Mausritter wird eine Rolle spielen, wo Tore dann unter anderem Mausritterball leitet. Das ist schon ganz gut. Achso, und das ungeschnittene Interview mit der Beinbekleidung findet man dann auf Twitch bei ihr. Ja, cool. Sehr gut. Genau, es gibt eine Brindlewood Bay-Runde. Sehr cool, ja. Hervorragend. Dann sind wir schon durch. 12 Uhr. Den Vorschlag sollten wir einfach nochmal hier so stehen lassen. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Ja, nee, keine Con in Daniels Wohnzimmer. Keine Chance. Mein Wohnzimmer ist. Jeder darf mithelfen beim Bücher sortieren. Ja, ich bin nicht sicher. Ich glaube, so viele Leute kriege ich nicht in mein Wohnzimmer. Es ist, ich sehe gerade, Jonas schreibt gerade Con im Büro. Genau, ich war so. Gestern im Büro. Das ist nicht, da ist nicht so viel Platz. Nee, das, wir hatten irgendwann mal 7 Leute oder so da zu einer Besprechung.
Da war aber auch schon, da mussten die ersten auch schon gehen. Ja. Damit das noch geklappt hat, ja. Ja, das ist definitiv kompliziert. Also das Büro ist eher so ein Ding, da würden Brettspiele mit Menschen spielen und nicht Menschen mit Brettspielen. Also es gibt deutlich mehr Brettspiele da und auch Rollenspiele als Möglichkeiten, um die auszuprobieren. Ich sehe gerade, Leute sind interessiert daran, was in meinem Bücherregal ist. Ja, das ist ja hier, was hier im Hintergrund ist bei mir, das sind ja die Podcast-Hörer nicht, aber im Hintergrund sieht man bei mir immer zwei Bücherregale. Da ist noch einiges drin. Und Patricks Regale sind zu weit weg, das stimmt. Ja. Das ist, aber da sehe ich auch so ein paar politische Bücher, das ist natürlich sehr langweilig. Die habe ich alle. Ja, das ist ja mein politisches und geschichtliches Regal. Ja, das habe ich alles im Keller beziehungsweise im Wohnzimmer, die entsprechenden Sachen. Ja. Konnen auf Daniels Büchertürmen. Ja, ich bin nicht sicher. Das ist, die dürfen ja auch nicht kaputt gehen. Das ist ja das Wichtige. Gut, gucken wir einmal kurz. Der Presseclub heute. Alarmstufe Gas. Oh, das ist ein Add-on für Command & Conquer. Das klingt geil. Sind wir auf den Ernstfall vorbereitet. Irgendwie, ich glaube, das hatten die machen, irgendwie habe ich den Eindruck, Presseclub macht immer so Themenwochen, oder? Ja. So ein Themenkomplex und den machst du dann 4 Wochen, damit alle auch aus verschiedenen Medien, die Journalisten, einmal was dazu sagen konnten. Und dann machen wir das nächste Thema. Ja. Alarmstufe Gas ist heute das Thema. Dann schauen wir mal, was so passiert und wie die Lösungsansätze dafür sind. Ich glaube, der Sparduschkopf ist die Lösung im Moment. Das ist Kaltduschen, ne? Kaltduschen, ja. Ja, das muss auch nicht unbedingt. Aber wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir müssen gleich den Flieger noch kriegen zur Christian Lindners Hochzeit. Der wartet auch auf uns, Privatflieger. Ja, der wartet auf uns. Alan Matters oder so. Ja. Genau, das ist das wichtigste Ereignis des Jahres. Da haben wir gestern beim Verpacken ausgiebig drüber diskutiert. Gibt es die richtigen Tipps? Ach nee, das ist der falsche. Herz nehmt euch mit, ist auch gut. Ja, aber einfach nicht arm sein, ne? Überleg mal, wenn ihr jeden Monat 10% deines Einkommens zur Seite legt, hast du in 10 Monaten schon, sparst du in 10 Monaten schon 100%. Das ist eine vereinfache Geschichte. es ist fantastisch. Ja. Okay, gut, genug geblödelt. Hervorragend. Alles klar, Leute. Dann, wie Jonas hier gerade schreibt, ne, mit dem 9-Euro-Ticket kommt ihr auch zu Christian Lindners Hochzeit. Das geht. Kann man machen. Und ansonsten wünschen wir allen noch einen schönen Sonntag. Genau, der Mann aus der Mittelschicht, Friedrich Merz. Ja, so sieht's aus. Das ist es. Gut. Ich lasse jetzt noch einmal für die Leute, die es nicht kennen, World Ride Wrestling laufen, weil ich glaube, irgendwo hinschicken hätte ich gerade niemanden. Das heißt, damit verabschieden wir euch in den letzten World Ride Wrestling Vorbestellungstag. Bis 23.59 Uhr noch, ne? So habe ich es eingeführt. Können wir gucken, ob wir dann noch, was ist denn das nächste Dings? One-Shot-Wrestling von Jocke gibt es als nächste Promotion. Von daher gibt es vielleicht noch mehr. Alles klar. Mega gut. Vielen Dank nochmal für alle, die das unterstützt haben. Danke auch nochmal an die ganzen Leute, die das geteilt haben. Das ist wirklich das Krasseste überhaupt, weil das hilft am meisten. Ganz ehrlich, das ist der Bereich, wo wir auch bei weitem nicht so erfolgreich sind, um irgendwie die ganzen Kanäle zu spielen. Wir können auch immer unsere Spiele gut loben. Das hat einfach nicht die gleiche Wirkung, weil wir finden unsere Spiele immer gut. Das ist immer so wichtig. Ja. Draußen gesagt. Es gibt auch Spiele, die mögen wir nicht, oder? Jetzt dürfen wir, Daniel, das sagen wir nicht. Alles klar, gut. Alle gut. Alle top. Aber am besten ist das, was jetzt kommt. Ja, oder so ähnlich, genau. Schönen Sonntag. Ja, tschüss. 'Worldwide Wrestling' ist ein Erzählrollenspiel über das Spektakel und die Action der Welt des Professional Wrestling. Es geht um erbitterte Fehden zwischen überlebensgroßen Figuren, umkämpfte Gürtel, Intrigen, Verrat und den gerechten Sieg des Guten über das Böse oder umgekehrt.
Ob eure Geschichten zünden und eure Wrestling-Liga Erfolg hat, darüber entscheidet aber letztlich das Publikum. Die Spielrunde übernimmt die Rollen der Stars einer Wrestling-Promotion. In einer Sitzung spielt ihr eine Folge eurer Wrestling-TV-Show durch, komplett mit Promos, Interviews und natürlich Matches. Wenn ihr mehrere Sitzungen spielt, entwickeln sich eure Storylines, eure Wrestler und eure Promotion weiter. Dramatische Wendungen wie Titelwechsel, Heel-Turns oder Tag-Team-Splits sind vorprogrammiert. World Wide Wrestling ist powered by the Apocalypse, funktioniert also ähnlich wie Dungeon World oder Mythos World. Die Spielrunde kann aus 15 verschiedenen Gimmicks wählen, vom Veteranen über das Monster bis zur Technikerin oder dem Jobber. Die kreative Leitung übernimmt das Booking der Sendung, aber wie immer bei PBTA hat die Spielrunde einen großen Einfluss darauf, was tatsächlich geschieht. Ihr spielt, um herauszufinden, was passiert, und tut dann so, als wäre es schon immer so geplant gewesen. Wie im richtigen Wrestling. Die einfachen Regeln kümmern sich wenig um Sportsimulation, sondern sind auf die großen Story-Momente des modernen TV-Wrestlings ausgelegt. Promos, die den Einsatz von Matches verändern, Interaktion mit dem Publikum, Eingriffe von außen und natürlich alle möglichen Matcharten vom Rumble bis zum Hardcore-Match. Auch im Ring selbst wird weniger darauf gewürfelt, ob ein Wrestling-Move gelingt, sondern darauf, wer gerade die Kontrolle über das Match und damit auch das Erzählrecht hat. Damit ist World Wide Wrestling sowohl für Rollenspielfans geeignet, die wenig Ahnung vom Wrestling haben, als auch für Wrestling-Fans, die wenig Ahnung vom Rollenspiel haben. Steigt in den Ring und zeigt, was ihr drauf habt.